Hallo, ich lade dich ein zur vierten Challenge. Diese Woche wird es tiefsinnig, also Achtung. Ich habe festgestellt, dass wir Menschen immer wieder die gleichen Lügen aufsitzen. Es sind so Unwahrheiten, die irgendwie einfach bei uns landen können. Da ist bei jedem etwas anderes. Das kann sein, ich genüge nicht, ich bin es nicht wert. Ich schaffe es nicht, ich bin unnütz. Ja, einfach als paar Beispiele. Ich habe kürzlich mit Gott geredet und habe ein Bild bekommen. Und das Bild habe ich probiert zu malen. Ich möchte es gerne schnell zeigen. So sieht man es. Das Bild hat folgende Bedeutung. Eine Pflanze auf dürrem Boden kämpft ums Überleben. Sie lebt auf dürrem Land, wo sie droht zu sterben. Jemand schneidet sie radikal ab und stellt sie in einen Topf mit Wasser. Dort entwickelt die Pflanze neue Wurzeln. Und jetzt pflanzt sie kreuzig die Hände in lockere, humusreiche, fruchtbare Boden hinein. Ich möchte mit diesem Bild das ausdrücken. Willst du in deinem ganz gewöhnlichen Alltag mit Gott verbunden sein, musst du zuerst am anderen trockenen Boden sozusagen wie wegsterben. Du wirst symbolisch gesprochen abgeschnitten und ins Wasser gestellt. Das Wasser symbolisiert die Wahrheit. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Du bist berufen. Du bist gerechtfertigt. Die Bibel ist voller Wahrheiten. Und mit diesen neuen Wurzeln bist du bereit für den neuen Boden. Jesus selber ist die Wahrheit und in ihm darfst du dich verwurzeln. Du kannst genau im Jetzt und Da im Reich Gottes sein. Du musst aber entscheiden, von was du dich ernährst. Von der Lüge oder von der Wahrheit. Beides gleichzeitig ist unmöglich. Du kannst nur auf dem einen oder auf dem anderen Boden sein. Der Lüge musst du sterben und in der Wahrheit sollst du bleiben. In Johannes 15,4 steht, bleibt in mir. Und nachher kommt noch viel mehr. Leset mal die Bibelstelle, ich finde die sehr eindrücklich. Ja, das ist der Hintergrund von der neuen Challenge. Überleg dir doch einmal, welche Lügen du immer wieder neu aufsitzt. Es sind eben wahrscheinlich immer ein bisschen die gleichen. Und dann nimm dir die Zeit und suche in der Bibel nach Stellen, die diesen Lügen eine Wahrheit gegenüberstellen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen nicht ganz einfach, dann schreib doch dein Anliegen in den Chat. Wir helfen dir sicher gerne, eine geeignete Bibelstelle dafür zu finden. Und dann, die Challenge dieser Woche ist, dass du diese Stelle Wort für Wort auswendig lernst. Inklusive der Stelle, wo sie auch steht. Also, diese Woche Challenge ist auswendig lernen. Wenn es dir schwer fällt, nimmst du eine kürzere Stelle. Und wenn es dir einfacher fällt, nimm ein bisschen längere. Es gibt so viele Wahrheiten, auch zu gleichen Themen. Genau. Und dann, der Sinn von dieser Geschichte ist, dass jedes Mal, wenn die Lüge wieder kommt, dann sagst du nicht, oh nein, ich bin so eine Arme, sondern dann sagst du nein. Die Wahrheit ist eine andere und dann sagst du die Stelle. Jetzt kannst du sie auswendig. Und dann bleibst du in der Wahrheit. Man könnte eben nicht in beidem sein. Man könnte nicht den Lügen ein bisschen glauben und noch ein bisschen Wahrheit häscheln. Das geht nicht. Wir können uns aber in Jesus verwurzeln und sagen, ich glaube dir, was du mir sagst. Es ist deine Wahrheit. Mach du das, und schreib uns doch im Chat, was du erlebst dabei. Tut's gut? Hast du ein Zeugnis? Schreib uns doch so oder so die Stelle, die du auswendig lernst, weil ich denke, dass uns alle deine Stelle auch wird ermutigen. Wir brauchen alle Ermutigung. Ja, bin gespannt von dir zu hören. Freue mich auf die Challenge. Bis bald. Tschüss.